Ja, das hat Esprit, das hat Niveau, das ist besinnlich, das hat Geist. Von so einer Musik, da zehrt man noch Jahre. Nicht? Möchte ich noch gleich zu Anfang sagen, was wir heute Abend hier von mir nicht erwarten können, nämlich sowas wie Hose runter, Beine breit, so standst du vor mir. Pimpern ist ne Leichtigkeit, erober noch zwei Bier. Sowas mache ich nicht. Nee, sowas mache ich nicht. Also, wenn Sie sowas erwartet haben, dann müssen Sie woanders hingehen. Dann lassen Sie sich das von einem anderen Künstler besorgen. Ich mache sowas nicht. Der Appelt kommt ja später auch noch. Also, können Sie. Nee, das hat kein Niveau, das mache ich nicht. Das können Sie von mir an so einem besinnlichen Abend auch nicht erwarten. Also ich mache hier nicht sowas wie Schatz, du hast einen geilen Arsch, schieb ihn doch mal her. Dann bläst du mir schön den Marsch, das ist doch nicht so schwer. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Nee, da können Sie auf den Kopf stellen, das mache ich nicht. Nee, da schneit's eher in der Hölle, als dass ich sowas mache. Nee, das haben Sie auch nicht verdient. Das ist ja auch ein niveauvolles Publikum hier heute Abend. Nicht? Das sind ja alles gebildete Menschen, nicht? Wenn ich mich hier mal so umschaue. Ja, die meisten jedenfalls. Nein, wirklich, das haben Sie nicht verdient. Ich finde, man sollte wirklich nicht gerade an so einem Abend. Ne? Aber deswegen wirklich, möchte ich noch mal sagen, also ich mache hier nicht sowas wie Schatz, ich halt es nicht mehr aus. Mir glüht schon der Docht. Komm mal her, du kleine Maus, gleich wird eingelocht. Mach ich nicht, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Mach ich nicht. Nein. Ich lasse mich nicht zu sowas zwingen, das mache ich nicht. Meine Mutter, die guckt ja auch zu heute Abend. Das sind ja auch Kinder, dann das mache ich nicht. Ne? Und damit das wirklich hier nochmal für alle klipp und klar ist, ich mache heute Abend nicht sowas wie Mäuschen, mach die Scheune auf, mir platzt gleich der Sack. Ich will auf die Mutter drauf, das ist nach meinem Geschmack. Ich glaube, wir verstehen uns. Hoffmann mit einem besinnlichen Rüdiger nimmt Platz in der Sitzecke.